Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video behandle ich Prüfungsfragen als Teil einer Serie. Und die Prüfungsfrage diesmal ist die Frage nach den Vorteilen der Incoterms. Incoterms Vorteile ist also die Frage. International Commercial Terms, das sind die Incoterms. Und hier wird man aufgefordert, Vorteile zu nennen. Zunächst einmal, was sind die Incoterms? Die Incoterms sind eine Standardisierung. Eine Standardisierung von hochkomplexen Fragen von Risiko und Kosten. Im internationalen Incoterms, International Commercial Terms, im internationalen Handels- und Dienstleistungsverkehr, vor allem Warenverkehr, tauchen sehr, sehr viele Fragen auf. Was passiert, wenn die Ware bei dem Verladen vom LKW aufs Schiff, wenn ein Teil der Ware ins Wasser fällt, zum Beispiel? Das sind Fragen von Risiko und Fragen von Kosten. Und diese beiden Grundfragen hat man standardisiert. Und wenn man sich das merkt, dann lässt sich die Antwort anknüpfen an diese Standardisierung. Denn was bringt Standardisierung? Nun, Standardisierung bringt zunächst mal den Vorteil, keine Missverständnisse. Keine Missverständnisse, denn alle diese Fragen sind verdichtet auf Abkürzungen. Das sind ja in der Regel drei Buchstaben, wie Free on Board zum Beispiel. Und da gibt es keine Missverständnisse, weil es eben standardisiert ist. Dann schnellere Vertragsabschlüsse. Wenn man nicht mehr wochenlang diskutieren muss, wer nun das Risiko der Verladung übernimmt, sondern das ist standardisiert, dann kann man auch schneller zum Abschluss kommen. Denn je länger sich das hinzieht, je länger es Detailfragen gibt, desto mehr wird die Aufmerksamkeit nicht mehr fokussiert und man verzettelt sich in irgendwelchen Details, also schnellere Vertragsabschlüsse wieder durch die Standardisieren, durch die Standardisierung. Und dann natürlich weniger Streitigkeiten. Ja, es ist alles standardisiert, die Wege sind gegangen, die Wege sind klar, man weiß, was Free on Board bedeutet. Also muss man auch sehr viel weniger streiten, weil es klar und standardisiert geregelt ist. Also hinter der Standardisierung steckt auch der Gedanke der Transparenz. Das heißt, es ist durchsichtig und klar. Und auch da ist, das ist eine Richtung, aus der man diese Vorteile hier ableiten kann. Mehr Transparenz heißt eben auch weniger Streitigkeiten, heißt eben auch schnellere Vertragsabschlüsse, heißt keine Missverständnisse. Also zwei Elemente schaffen diese Incoterms, nämlich Standardisierung und Transparenz. Und dann muss man nur noch fragen, was sind die Vorteile von Standardisierung und von Transparenz und kann diese Vorteile ableiten. Sie sehen, wie schnell und wie fokussiert so etwas gehen kann, wie schnell Sie in einer Prüfung Lösungen generieren können, wenn Sie gewisse Prinzipien hier beherrschen und anwenden. Schauen Sie deswegen für wertvolle Lernhilfen für Sie in meinen Shop. Klicken Sie unter dem Video auf den Link www.sparsleindenk-shop.de. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.